Im Alten Testament finden wir seitenweise Aussagen über Weisheit. Weisheit wird in der Bibel als etwas sehr Kostbares, Wertvolles, Erstrebenswertes angesehen. Weisheit ist etwas, das von Gott kommt. Nun sagen die meisten Menschen natürlich heutzutage in unserer Gesellschaft, na, die Weisheit habe ich nicht mit Löffeln gefressen. Und es gilt fast als schick, wenn man unweise ist. Aber das ist nicht das, was Gott für uns hat. Gott hat für uns Weisheit vorbereitet als seine Kinder. Hör einmal zu. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Die meisten Christen wissen, dass sie in Jesus gerecht sind, dass sie erlöst sind. Aber weißt du, dass in Christus auch Weisheit für dich zur Verfügung steht? Dass Gott möchte, dass du weise bist, dass du weise handelst, dass du die richtigen Entscheidungen triffst? Schau, die meisten Probleme in unserem Leben beruhen eigentlich auf einem Mangel an Weisheit, auf unweisen Entscheidungen. In den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz, in den Gemeinden. Unweise Entscheidungen. Und im Nachhinein sagen wir häufig, ach, hätte ich doch gewusst oder hätte ich doch geahnt oder hätte ich doch mich anders entschieden. Und genau das ist die Weisheit Gottes, die er für dich hat. Dass du von ihm eine Weisheit bekommst, die dich richtige, gute, Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen lässt. In der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder wo auch immer. Weisheit Gottes. In Jakobus 1 finden wir einen sehr schönen Vers. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, so wird sie ihm gegeben werden. So wird sie ihm gegeben werden. Wenn du Weisheit mangelst, wenn du merkst, ich blicke hier nicht durch, dann wende dich an Gott und sag, Herr, ich habe einen Mangel an Weisheit, ich brauche jetzt deine Weisheit, ich brauche jetzt dein Verständnis, ich brauche jetzt deine Erkenntnis, ich brauche deine Weisung. Und sie wird dir gegeben werden. Ich mache das häufig, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht weiß, was zu tun ist, wie verhalte ich mich richtig. Ich sage, Herr, du hast mir gesagt, wenn mir Weisheit mangelt, soll ich mich an dich wenden und du wirst sie mir geben. Und häufig klären sich die Sachen ganz schnell. Und das steht auch dir zur Verfügung. Gott hat Weisheit für dich. Übernatürliche, echte, himmlische Weisheit. Das ist fantastisch. Und ich lade dich ein, Gott darum zu bitten, dass er dich mit seiner Weisheit füllt. Nimm diesen Vers aus Jakobus und bete ihn für dich. Gott hat Weisheit für dich und er hat viel, viel mehr für dich.